als ein anderer Klangkörper, den man heute gewöhnt ist, so ungefähr. Wir kommen zum letzten Falken, da haben wir jetzt einen weiblichen Vogel, der ist dann wesentlich größer, doppelt so groß. Die Weibchen sind bei den Greifvögeln wesentlich größer wie die Männchen. Bei Adler macht das mehrere Kilogramm aus, also ganz umgekehrt wie bei der übrigen Vogelwelt. Und dieser weibliche Vogel, der hat einen anderen Flugstil, normalerweise horizontal und vertikal. Sehr, sehr schade, dass wir selbst bei diesem Wetter, wenn wir ein bisschen Wind haben, kann man mehr den Vögel abverlangen. Er muss alles mit Muskelkraft machen. Wir schicken ihm auch dafür eine Fanfare hinterher. Und wie gesagt, Sagerfalken sind ja jene Vögel, die imstande sind, sehr große Beute zu fangen. Man nennt das Kompaniefliegen. Zwei Falkner, ein Falke, der da abwechslungsweise die Federspiele anjagt, das musste man früher verrieten vom Jagdpferd aus beherrschen. Historische Fanfare hinterher. Auf den Faustappell wird er vorgestellt. Bis zu 500 Kilometer ist ganz normal. Heute kommen sie vor in den französischen Pyrenäen, einigen Balkanländern, spanischen Nationalpark, und in Österreich nur als fallweise Sommergäste. Und wir kommen jetzt schon zur letzten Jagdmusik. Also Jagdmusik ist ein bisschen fremd dafür, aber in Österreich, wenn wir jetzt zurückgehen in der Geschichte, im Ibstal, es gibt ca. 10 Jagdstücke, die man für die Jagd geschrieben hat auf dem Alphorn. Das Alphorn ist ein sehr, sehr altes Instrument, vielleicht holt jemand den Busserl ab. Und wie gesagt, die Alphörner, die meisten kennen sie ja auch, wenn die neue Renaissance erlebt, ist ein Mundinstrument natürlich, ein Naturinstrument, wo eine lange Herstellung hat, wo der Baum richtig wachsen muss. Und wenn mancher Ton etwas schräg klingt, hat mal ein Musikmeister gesagt, dann ist das ganz normal, denn die Bäume in der Natur wachsen ja auch nicht gerade. Also wir kommen zur letzten Musik, fast zu den Alpern. Bitte sehr. Wir kommen zu einem Riesensee.